Okay, ich habe kurz was nachgesehen. Okay, wenn ich schon hier bin, kann ich noch was anderes hier machen. Die besondere Höhle, Höhle, wie komme ich auf Höhle? Raum aufmachen, damit ich diese Schatztruhe auch jetzt habe. Das war doch hier, oder? Ja, ich habe auch diesen falschen Schatz benutzt. Nein, bewachten Schatz eher. Um zu sehen, was dann ist. Da war nur ein Aero. Ach, nichts Besonderes. Und was kriege ich hier? Mushu, wer hat's gedacht? Okay, dann muss ich jetzt da hoch und dann, ach, das ist so ein langer Weg. Okay, geht klar dann. Und wenn ich das fertig habe, muss ich mal durchlesen, wie man Winnie Pooh richtig macht. Man kann da viele Sachen gewinnen, deswegen, ich will auch alles da holen bei Winnie Pooh. Und da, ja, das ist mir wichtig, dass ich jetzt bei Winnie Pooh alles hole, deswegen nach Malefiz mache ich kurze Pause und muss mir nachdenken, welcher Boss als nächstes kommt. Wenn ich den besiegt habe, dann geht's weiter mit Winnie Pooh. Und dann kommt noch ein Boss. Ich glaube, in diesem Part werden sehr viele Bosskämpfe kommen. Ja, werden auch 3 Bosskämpfe, werde ich mal sagen. Huch, wer seid ihr? Hat euch Malefiz auch entführt? Nee. Nein, nicht ganz. Das ist eine lange Geschichte. Es war einmal. Hey, Sekunde, du wurdest also entführt und willst gar nicht hier bleiben? Nein. Die Hexe Malefiz hat mich gezwungen mitzukommen. Ich glaube, ich mach mal Licht an. Ich habe hier niemanden zu reden. Nur Bücher trösten mich über meine Einsamkeit hinweg. Und dann ist da noch er. Ich vermisse ihn so sehr. Du meinst das Biest? Wieso warst du dann vorhin so gemein zu ihm? Oh. Stimmt, du hast ihn sehr verletzt. Ja, jetzt überleg mal. Ihr versteht das nicht. Er darf nicht mitbekommen, was ich wirklich fühle. Warum denn nicht? Naja, weil... Oh nein, sie kommt. Versteckt euch, schnell! Okay, wir haben keine Zeit für Erklärungen. Versteckt euch! Ach, die hässliche hier. Oh, guten Tag, Malefiz. Was führt dich hierher? Er war hier, nicht wahr? Ja, der kleine Sora war hier. Er hat sein Leben riskiert, um dich zu retten. Wieso hast du ihn abgewiesen? Ich werde ihn nicht um Hilfe bitten. Und warum nicht? Das weißt du doch nur so genau. Ich gehe dir nicht in die Falle. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als dich um seine Hilfe betteln zu lassen. Okay. Nein, sie ist entkommen. Was machen wir jetzt? Wir helfen natürlich. Was denn sonst? Da ist nicht der Ausgang, aber egal. Wenn man da auch rausgehen kann, habe ich kein Problem damit. Ja, so lange musst du jetzt nicht gehen. Ach, Mann, oh Mann. Ja, das war jetzt richtig. Jetzt muss ich dahin. Ach, das so. Geh weg, scheiß Rohr. Und hier rein. Und dann holen wir uns jetzt das hier. Ach, ich hab total vergessen, das zu machen. Warte, das benutze ich nicht. Habe ich irgendwelche Neuner? Ja, komm, eine von den Schatzkarten. Eine von den Schatzkarten konnte ich ja benutzen. Und da sind die ja. Worauf wartest du? Ruf ihn. Nein, ich werde ihn nicht zulassen, dass du ihm was antust. Dann bringe ich dich zum Schrein. Dieser Narr wird sofort angerannt kommen, wenn er dich hört. Genug. Das Biest ist nicht der Einzige, mit dem du zu tun hast und zu tun bekommst. Verschwinde, Kleiner. Du hast hier nichts verloren. Es sei denn, du möchtest auch mitschreien? Ja, wenn der Rohling eure Angstschreie hört, wird er mit mir in die Arme laufen. Spar die Demi, Malefiz. Ich bin hier. Oh. Ein treues Biest. Du bist gekommen? Oh. Nein, das darfst du nicht. Ich hatte dir gesagt zu gehen. Lass mich in Ruhe. Ich möchte dich nie wiedersehen. Bell. Wie kannst du so etwas sagen? Oh.
Na gut, wenn du so empfindest, dann akzeptiere ich das. Mein hässliches Äußeres ist die Strafe dafür, dass ich so egoistisch und unfähig zu lieben war. Ich wurde in ein Biest verwandelt, das niemand liebt, und wurde nur noch egoistischer, bis ich dich drauf bin. Du bist der einzige Mensch, der mich je akzeptiert hat. Schritt für Schritt erwärmtest du mein kaltes, egoistisches Herz. Nie werde ich die Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben, vergessen können. Tut mir leid, aber ich kann dich nicht zurücklassen, auch wenn du mich dafür hasst. Betrachte es als meine letzte egoistische Tat. Aber warum? Nie hätte ich gedacht, dass sich hinter solcher Hässlichkeit ein so schönes Herz verbirgt. Das schreit nach einer Planänderung, Biest. Ich werde mir dein Herz statt Bells holen. Nein, bitte nicht! Und ihr Herz wurde geklaut. So viel zur Planänderung. Ich bleibe bei Bells Herz. Es scheint, ihre kalten Worte waren kein Spiegel ihrer wahren Gefühle. Haha, sie liebt dich, Biest. Ich spüre förmlich, wie ihr Herz für dich schlägt. Du Hexe, gib sofort Bells Herz ein. Oder frei. Oh. Wo ist sie? Wo ist sie? Sie ist da lang gegangen. Dorthin habe ich ihren Schatten huschen sehen. Ich dachte, sie hat sich teleportiert. Was macht sie denn hier? Wir haben keine Zeit zu reden. Wir müssen sie sofort verfolgen. Ihr würdet mir helfen? Guck nicht so erschrocken. Na klar, nach dem, was du gerade gesagt hast, müssen wir dir helfen. Holen wir uns Bells Herz zurück. Na und ob. Beast Power. Schlüssel zur Wahrheit. Okay, dann jetzt. Ach, der Weg immer dahin dauert immer zu lange. Aber bevor ich zum Malefiz gehe, gehe ich speichern. Es ist wichtig, weil ich glaube, da werde ich ein paar Schwierigkeiten bekommen. Und speichern. Ach, mein Auge hier. Und Bossfight. Vor der Wind. 7 Minuten haben wir schon längst. Mein Respekt, dass du es bisher geschafft hast, Beast. Als Dank erzähle ich dir, weshalb dich Bell abgewiesen hat. Jetzt kommt kleine Geschichtsstunde. Meine schwarze Magie braucht Herzen von äußerster Schönheit. Bell war perfekt. Tief in ihrem Herzen loderte ihre Liebe für dich, mit solch ungewöhnlicher Helligkeit. Aber sie hat meine Pläne durchschaut. Indem sie ihre Liebe zu dir geleugnet hat, entzog sie mir ihr Herz. Aber sie hat mich gerettet, sie hat mich beschützt. Sie konnte ihren wahren Gefühlen nicht verbergen. Ich habe genug gehört, gib ihr Herz voll, Malefiz, wenn nicht, spürst du diese Klauen. Hexe, stell meine Geduld nicht auf die Probe. Ist dir nicht klar, weshalb ich dir das alles erzähle? Doch nicht etwa, weil ich so nett bin. Ich hab's getan, um deine Zweifel auszuräumen. Jetzt erstrahlt dein Herz wieder in Liebe zu Bell. Die perfekte Nahrung für meine schwarze Magie. Ich werde mir auch dein Herz nehmen, Monster. Das werden wir zu verhindern wissen. Ihr wagt es, mich herauszufordern, ihr jämmerliche Narren. Ah, jetzt kommt Boss. Ich hasse diesen Boss so abgrundtief, weil er so lange dauern wird. Und triff sie auch nicht genau, weil ihr Kopf immer da oben ist, in den Lüften. Ach, scheiße. Ich hab vergessen, dass ich noch den ausgerüstet habe. So. Ich glaube, aber in bestimmten Momenten wird sie weniger haben. Dann macht sie irgendwas. Irgendwie Feuerspucken oder so. Und komm. Nicht so. Thank you.
So. So. Wartet. Okay, ach, wieder Licht anmachen. So. Ich habe eine Idee. Ach so, so. Leck mich, Mann. So, so, so. Das Biest behalte ich mir noch für was an, für was anderes. So. Hey, komm. Okay, geklärt. Warum nicht gleich so? Malefiz Drache. Maus weg. Das war der Endboss. Von diesem Dungeon. Oder Level eher gesagt. Sie kommt zurück. Mit ihrem Herzen. Din 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 din. Bell! Gott sei Dank. Bitte vergib mir, ich musste grausam zu dir sein. Aber ich konnte wohl nicht meine wahren Gefühle nicht verbergen. Ich glaube, ich habe gerade was Falsches vorgelesen. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Für einen Moment zweifelte ich an deiner Liebe. Ich möchte nie wieder an diese Verzweiflung denken müssen. Dann tu es nicht. Lass uns die traurigen Erinnerungen durch glücklichere ersetzen sofort. Bell. Oh. Die beiden sind ja völlig gefühlsduselig. Wir sollten sie ein bisschen alleine lassen. Gute Idee, lass uns gehen. Oh, Kusschen und so. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich habe kurz mal durchgelesen für Winnie Pooh, was man machen muss. Wo ist Rico? Ich dachte, er wollte hier auf uns warten. Wann hat er das denn gesagt? Wahrscheinlich hat sich seine Kampfeslust gelegt. Das hoffe ich schwer. Okay. Vielleicht möchte Rico nicht mehr mit dir kämpfen. Vorsicht, man weiß nie, wo sich Rico versteckt. Oh. Und nun wechseln? Wie es aussieht, folgt dein kleines Spielzeug keinen Befehl mehr. Aber Laxin, gilt nicht für Lexen. Wir wechseln im Zweifel für den Angeklagten. Vielleicht versteckt sich Rico als Teil eines ausgeklügelten Planes, Sora ins Schloss zu locken. Oh, natürlich, warum bin ich nicht gleich darauf gekommen? Tut mir leid, Vexi. Ich habe nur Schwierigkeiten, wissenschaftliches Genie von purer Idiotie zu unterscheiden. Oh, hüte dir deine Zunge, du Schlampe. Oh, schmollst du jetzt? Haha, du bist so blödsinnig. Da sagt die Richtige, du hinterhältige kleine... Ja, komm schon, sag es. Das reicht. Malusia. Dein Projekt ist gescheitert, Wechsel. Enttäusch uns nicht noch einmal. Ich habe dich enttäuscht. Du mutmaßt zu viel, Nummer 11. Ich bin Nummer 4 und lasse mir deine Bemerkung nicht bieten. Doch, das wirst du. Diese Schloss und Namine wurden mir anvertraut. Widersetze dich mir, widersetze dich auch der Organisation. Wenn ich mich nicht irre, ist Verrat ein Kapitalverbrechen. Das ist doch absurd. Im Namen der Organisation erkläre ich dein Projekt für gescheitert. Dieses Versagen muss unserem Vorgesetzten mitgeteilt werden. Nein, bitte nicht, ich flehe dich an. Halt ihn da raus. Okay, da hat wohl eine Angst. Das werde ich, unter einer Bedingung. Und die wäre... Du musst Sora persönlich aus dem Weg räumen. Ihn aus dem Weg räumen? Du weigerst dich? Nein, ich meine, aber wozu denn das? Tu's einfach. Okay. Er tut es wirklich, weißt du? Er hat keine andere Wahl. Wir auch nicht.
Oh, da ist sie ja. Was tun? Deinen Helden wird es bald nicht mehr geben. Aber er hat dir etwas versprochen, nicht wahr? Hab ich recht, Namine? Ja. Zum ersten Mal hat sie mal geredet. Okay, gleich kommt die letzte Welt. Wir sind schon im 10. Stock. Wir sind wirklich schon weit gekommen. Und wir haben 10 Stockwerke lang jede Menge Erinnerungen verloren. Sora, noch ist es nicht zu spät. Wir sollten umkehren. Ey, ich habe jetzt keinen Bock, den ganzen Weg hier zurückzugehen. Nein, das geht nicht. Stimmt. Damit würde ich mein Versprechen brechen. Versprechen? Was für ein Versprechen denn? Hä? Als wir noch klein waren, habe ich Namine etwas versprochen. Ich habe ihr versprochen, sie immer zu beschützen, komme was wolle. Aber daran konnte ich mich erst wieder erinnern, als ich meine anderen Erinnerungen verlor. Wie konnte ich etwas so Wichtiges bloß vergessen? Aber noch kann ich das wieder gut machen. Von jetzt an halte ich mein Versprechen. Okay, Sora, das verstehen wir. Und was ist mit Kairi? Keiner denkt an sie. Ja, ist klar. Wenn du weißt, was du Namine versprochen hast, sind nicht alle deine wichtigen Erinnerungen weg. Besonders Versprechen, so wie deines, müssen eingehalten werden. 10. Stock. Ja, rein mit uns. Winnie-Pooh-Welt, das ist was Besonderes, da muss man nicht kämpfen. 100 Morgenwald. Ach, die Welt. Sie hat auch ihre Macken. Ich will alles hier komplett holen, also muss ich mal sehen, wie das alles war. Was ist los, mein Kleiner? Ich suche meine Freunde. Sind sie hier irgendwo? Hier scheint aber niemand zu sein. Dann suche ich wohl niemanden. Das mag ich an Winnie Pooh nicht. Du suchst niemanden? Ja, ich suche sie schon die ganze Zeit, aber ich komme nicht weiter. Das viele Suchen macht mich hungrig, ob hier wohl irgendwo Honig ist. Aber wenn ich anfange zu essen, kann ich nicht mehr weitersuchen. Wieso nicht? Arbeitsvoll oder was? Wie wär's, wir suchen deine Freunde gemeinsam. Du meinst, wir suchen gemeinsam nach niemanden? Nein, nach deinen Freunden. Vielleicht sind sie ja hier. Komm, wir suchen sie zusammen. Suchst du auch meine Freunde? Nun, ich suche selbst mal nach Freunden von mir. Sind das Poohs Freunde? Moment mal, ich bin doch Pooh und nicht du. Ach, die Logik von dem. Das stimmt, ich bin Sora. Meine Freunde sind nicht deine Freunde. Aber ich weiß, wie es ist, wenn man seine Freunde vermisst. Warum suchen wir sie also nicht gemeinsam? Das klingt toll. Hilf Pooh, seine Freunde zu finden, während du seine Ziele führst. Er hat das Pooh rufen. Der Honig reißt um, ist die Quelle von Poohs Energie. Pooh schlummert für seine Weile gern, wenn der Honig ausgeht. Ja. 100 Morgenwald. Warte mal, wir müssen erst... Hier, schläg dich nicht hin, Mann, komm her. Ja, komm, Dickerchen, komm her. Hier. Wir müssen uns in den Karren hier hinsetzen. Jetzt kann er weitergehen. Achso, in diesen Karren muss ich ihn bringen. Dickerchen, komm her. Hier. Ach du, das mochte ich nicht an diesem Teil. Ja, komm. Jetzt siehst du mich. Jetzt freust du dich, ne? Jetzt muss ich auch darauf. Möhrenkohlen, ja. Okay, was gab's da? Ah, ich muss jetzt zu Ferkel führen. Okay, erstmal zum Honig. Komm her, Digga. Komm her. Friss dein Honig. Friss dein Honig hier. Hallo? Isst du's? Bist irgendwie schwer. Ah, jetzt. Ja, schön fressen.
Ja, jetzt bist du satt. Ich suche niemanden. Seine Logik ist immer so krass. Ja, ich bin vor dir, Mann. Du musst nicht darüber nachdenken, was du jetzt machen sollst. So. Oh. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin niemand. Beachte mich einfach gar nicht. Bist du nicht Pus Freund? Nein, 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 nein. Nein, ich bin nicht Pus Freund. Ich bin ich. Hallöchen, Ferkelchen. Ferkelchen. Oh, du bist es, Pu. Gott sei Dank, ich habe nur jemanden gefunden. Ich habe die anderen verloren und wusste nicht, was ich tun sollte. Das erklärt auch, warum du so nervös bist. Ferkel, komm doch mit und hilf uns, unsere übrigen Freunde zu finden. Was? Also, ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss mal gleich nachgucken, was man als nächstes machen sollte. Was soll ich tun? Sieht nicht so aus, als würde er mitgehen wollen. Komm, Pu. Oh, wartet. Hast du es anders überlegt? Ich überlege noch, aber ich habe hier im Gebüsch etwas Seltsames gefunden. Ich wüsste nicht, was ich damit anfangen sollte. Ich könnte es behalten. Wir haben eine Karte bekommen. Verwirren gelernt. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich weiß. Wir sollen ihn zu den Ballons führen. Ja, nimm einen Ballon. Jetzt wird ihn einer retten. Achso, diese Ballons. Ja, komm. Hier bin ich. Nimm die Ballons. Jetzt wird ihn Eule retten. Richtig. Alles in Ordnung, Pooh. Hatte riesigen Spaß, Eule. Das könnte ich den ganzen Tag lang machen. Warum benutzt du nicht einen Ballon, um deine Freunde zu versuchen? Gute Idee, junger Mann, aber problematisch wird es, sobald ihr sie findet. Hä? Wenn ihr eure Freunde gefunden habt, wie kommt ihr dann zu ihnen von hinunter? Ein Ballon folgt dem Wind. Darauf hat man keinen Einfluss. Was, wenn ihr eure Freunde sehen würdet, aber der Wind brächte euch nicht zu ihnen? Ich würde sie lieber weitersuchen, statt sie zu finden und nicht erreichen zu können. Da ist was Wahres dran. Wenn ihr jemanden finden wollt, dann am besten zu Fuß. Es kann sehr spannend sein, dort auf einen Freund zu stoßen, wo man ihn am wenigsten erwartet. So geht's mir auch, immer wenn ich mal wieder irgendwo Honig finde. Die Einstellung lobe ich mir, Pu. Man muss immer auf den Trab bleiben und suchen. Okay, Eule, das werde ich tun. Ich kann es kaum erwarten, den Honig zu finden. Och, Digga, du suchst deine Freunde. Keine Sorge, ich helfe Pu, seine Freunde zu finden. Hervorragend, hier habe ich etwas, das eure Suche beschleunigen wird. Man kriegt jetzt von jedem von den Freunden eine bestimmte Sache. Examinator. Hier, mein Freund. Hier, mein Freund. Okay, dann müssen wir gleich... Nimm den Honig. Friss wieder, Mann, friss. Das kannst du am besten. Ich habe ja nichts allgemein gegen Pu, aber seine Logik ist so krass. Jetzt müsst ihr in das Loch führen. Ja, spring in das Loch. Jetzt haben wir noch einen Freund gefunden. Bist du das, Pu? Ru? Was hattest du denn in dem Loch zu suchen? Ich war auf der Suche nach Tiger und bin hineingeplumpst. Warum bist du denn da nicht wieder rausgehupft? Ich wollte warten, bis Tiger vorbeikommt. Und wenn er dann in das Loch fällt, wäre ich schon drin und könnte ihn überraschen. Klingt doch lustig, oder nicht? Aber was, wenn er gar nicht reinfällt? Ich glaube, Tiger würde einfach über das Loch hinweghüpfen. Ja, das ist typisch Tiger. Ehrlich gesagt, habe ich langsam keine Lust mehr darauf zu warten, dass er hineinfällt. Statt auf ihn zu warten, könnte ich ihn doch auch suchen gehen. Stimmt, das ist eine tolle Idee. Okay, ich weiß, was er als nächstes machen muss. Übrigens, das hier habe ich in dem Loch gefunden. Nimm es. Elixier, gut so. Wir müssen jetzt zu Bomb stimpfen. Oder genau gesagt zu IA. Digga, leg dich nicht hin.
Ja, komm, folg mir. Komm mal, kleiner Wonnebrocken. Los mal, kleiner Wonnebrocken. Hier bin ich, Tiger. Hallo, trink. Ess es auf. Nein, komm her. Beobachte nicht die Vögel, komm her. Hallo, siehst du mich irgendwie nicht? Ach, du hast Hunger. Komm. Hier ist ein Futter, komm. Kleiner, och, denk nicht darüber nach, Digga. Hier. Hier gibt's Futter von wie von Mutter. Ess auf. Okay, er ist fertig. Okay, ich muss jetzt zu Bomben stimmen. Ja, komm, beeil dich. Ignorieren kurz. Jetzt wird sie sowieso. Nein. Nein. Wir müssen erstmal zu. Digga. Digga, komm her, komm her. Das ist ein feiner Puh. Das ist ein feiner Puh. Wer ist ein feiner Puh? Wer ist ein feiner Puh? Du bist ein feiner Puh. Komm, feiner Puh, Puh, Puh. Du bist ein feiner Puh. Du bist ein feiner Puh. Wo willst du hin? Komm. Hier hast du einen Honig. Komm. Du nährst mich nur. Du nährst mich, Bär. Komm. Ja, hier hast du einen Honig. Friss es. Wie kann man an den hier ran? Bist du eingeschlafen? Ich dachte, du isst jetzt den Honig auf. Weil sie während des Essen eingeschlafen. Kann das sein? Er kann nicht so dämlich sein. Er kann nicht so dämlich sein. Warte, Ace ist auch so. Komm. Ohne meinen Schwanz bin ich nur ein halber Esel. Und wie soll ich an den Schwanz jetzt rankommen? Vielleicht muss man einen in den Löchern hier. Was ist dein Problem, Digga? Ja, nimm den Ballon. Nimm den Ballon. Oh, feiner Puh. Wir führen ihn mal hier hin. Fall in das Loch. Ich weiß nicht, was dein Problem ist, aber mach was dagegen. Okay, wartet mal kurz. Okay, ich habe rausbekommen. Man muss ihn erstmal hier hin. Ach Mann, oh Mann, oh Mann. Ich muss mir extra ein spanisches Kingdom Hearts Let's Play hier gucken. Und lauf, Puh, lauf. Und ihr hat seinen Schwanz wieder. Okay. Oh, mein armer Kopf. Herzlichen Dank, Puh. Dir auch herzlichen Dank, ja, aber wofür? Dafür, dass du gegen den Baum gerannt bist und mir meinen Schwanz zurückgebracht hast. Ich war doch bloß auf der Flucht von diesen Honigbienen. Ich wollte doch nur ein bisschen von dem Honig kosten. Ja, hungriger Bär. Ach, wirklich, naja, aber du hast mir trotzdem geholfen. Ich dachte auch, in dem Baum wäre Honig. Hätte nie gedacht, dass wir da einen Schwanz finden. Oh. Verstehe, es war also nur ein Versehen. Niemand würde mir absichtlich helfen. Ach, depressiv. Aber danke trotzdem auch. An euch, Puh und Sora. Gern geschehen, ihr. Hier ist was für euch. Hey, schon gut, ihr. War ja bloß ein Versehen. Ja, aber das hier hilft mir. Hier fiel mit meinem Schwanz zusammen herunter. Mein versehentliches Gedankeschön. Fesseln gelernt. Okay, wir müssen
Du, warum trittst du auf Eas Kopf? Okay, ich weiß, was man hier machen muss. Wir müssen ihn zum Springen bringen. Ja, wir müssen den kleinen Bären hier zum Springen bringen. Hier, mein Freund, hier. Und so. Okay, das haben wir das auch. Das habe ich davor nie geschafft. Ihr habt also Lust, mit Tiger durch die Gegend zu hüpfen? Hast du mich hüpfen sehen? Das hat mir Sora beigebracht. Du hast es raus, Kleiner, aber du machst es noch nicht ganz richtig. Wie meinst du das? Es reicht, den Tiger nachzuahmen, egal wie sehr dir mein Gehüpfe gefällt. Du musst dir eigene Hüpfe ausdenken und deinen eigenen Stil finden. Ich bin Tiger und du bist du. So macht es Spaß. Wir wollten, dass du uns bemerkst, deshalb hat dich Po nachgemacht. Aha, verstehe. Wenn ihr Tiger hüpfen sehen wollt, sagt das Zauberwort. Es geht los. Yeah, er kann mit seinem Schwanz rumspringen. Das kann kein normaler Mann. Nee. Und wie mache ich mich? Haha, niemand hüpft besser. Macht mich nicht bloß nach. Entwickelt euren eigenen Stil, wenn ihr Hüpfmeister wie Tiger werden wollt. Ho. Und wir kriegen noch eine Karte von ihm oder so. Schau mal, Sora, Tiger hat was fallen lassen. Warten auf Eden gelernt. Diese ganzen Zauber... Er kann auf ein Schild stehen, geht klar. Wir müssen die alle hier runter machen. Weil gleich kommt etwas... Wir müssen ja noch den letzten Freund. Rabbit ist ja noch da. Hier, komm. Damit du hier nicht abkratzt. Bei Rabbit ist es einfach, was zu machen. Ist den Honig. Okay, das ist mit dem Schlüsselschwert. Ich muss 14 Kohlköpfe hier treffen, die ja gleich runterkommen. Ja, friss alles auf. Wir müssen hier ein bisschen bleiben. Ach, der verfolgt mich wie ein Hund. Hey. Noch ein bisschen rumlaufen. Gleich muss es eigentlich passieren. Okay. Verdammt. Ah, verdammt. Wie viel hab ich denn? Hab ich 14? Das war knapp. Alles okay, Puh? Ja, ich glaube schon. Wo kamen die denn die ganzen Kohlköpfe her? Oho! Hallo Rabbit, was soll die Aufregung? Habt ihr meine Kohlköpfe vorbeirollen sehen? Du meinst die Kohlköpfe da? Meine Güte, die sind aber schön aufgestapelt, wie nett von euch. Es ist so mühsam, sie herumzutragen, also dachte ich mir, ich roll sie lieber. Aber es hat nicht geklappt. Ach so, deshalb haben uns diese Kohlköpfe gejagt. Das hat uns einen schönen Schrecken angejagt. Wir wären beinahe wie die Kegel umgefallen, weißt du? Entschuldigung, ich wollte sie ja in meinen Wagen transportieren. Aber jemand hat sie kaputt gemacht. Am Anfang, wisst ihr noch? Wirklich sehr ärgerlich, wer das wohl war. Also Rabbit, Sora und ich... Puh, wir müssen los. Wir haben es doch eilig, stimmt's? Wahrscheinlich hast du recht. Aber auf Wiedersehen, Rabbit. Moment noch, ich muss mich noch bei euch fürs Aufstapeln meines Kohls revanchieren. Vielen Dank. Ich weiß nicht, wie ich es ohne euch geschafft hätte. Haha, vielleicht hättest du es sogar besser ohne uns geschafft. Was soll das denn heißen? Nicht.
Synchro gelernt. Die ganzen Dinger da habe ich noch nie gehabt. Schade, dass man das in die Menü jetzt gehen kann. Ich habe noch nie geschafft, alle Freunde in diesem Level zu 4 Pu zu finden. Komm mit. Und wir haben es geschafft. Nein, komm mit. Lass dich nicht ablenken. Hier ist das Ziel. Hier ist das Ziel. Du hast alle deine Freunde getroffen. Sei dankbar, dass ich es gemacht habe. Ich glaube, wir können nicht weitergehen. Und Pu, hat es nicht viel mehr Spaß gemacht, Freunde gemeinsam zu suchen? Ja, du hattest recht, Sora. Zum Dank möchte ich dir das hier schenken. Pu, ich bin schon so weit gelaufen und brauche jetzt eine kleine Pause. Das hast du schon ganz nett gehabt. Hätte ich doch nur einen Honigtopf, der mir meine Rast versüßt. Ich muss jetzt weiter. Wo willst du hin? Ich muss meine Freunde suchen. Dann helfe ich dir doch dabei, sie zu suchen. Nein, lass lieber. Schon gut, Pu. Bist du hier im 100, bleib du hier im 100 Morgenwald. Dann heißt es jetzt Abschied nehmen. Niemals, ich weiß ja, wo ich dich finden kann. Falls ich es nicht vergesse. Keine Sorge, Sora, du kannst dich auf mich verlassen. Selbst wenn du Pu vergisst, ich vergesse dich nie. Danke, Pu. Speichern. Wer bist du? So begrüßt man doch keinen Fremden, Sora. Ich bin Wechsen und ich bin gekommen, um deine Schuld einzufordern. Bist du dem was schuldig? Natürlich nicht. Oh doch, du schuldest mir was. Weil ich dich mit deinen früheren Freunden zusammengebracht habe? Du meinst doch nicht etwa... Doch, ich bin derjenige, der dich und Rico wieder zusammengebracht hat. Dann bist du also... Du bist also der, der ihn kontrolliert. Was hast du mit ihm angestellt? Es gibt keinen Grund, dir das zu sagen. Schon gar nicht jetzt, wo dein letztes Stück eingeschlägt. Ach, jetzt muss ich noch einen Bosskampf machen. Ach, jetzt weiß ich wieder, warum ich diesen gehasst habe. Wieso greifst du mit Eis an? Bist du irgendwie... Ey, manchmal denke ich, ey, Donald ist behindert im Kopf. So, so. Ich hab da eine Idee. Verdammt, ich dachte, das hätte jetzt geklappt. Okay, wir Frost einsetzen. Ey, kann doch nichts. Okay, das nehme ich zurück. Ich muss mich jetzt bewegen. Oh, ich hasse dich dafür. Man muss immer von hinten angreifen. Oder eine Feuerwaffe hier haben. Aber momentan habe ich ja keine, weil ich nicht die Zeit hatte, irgendwas zu machen. Ach komm. Ich will den Part auch nicht unnötig lang machen. Ja, niemals, Spasti. Ach, Mann. Ah, das funktioniert. Okay. Ey, das ist so eine Pussy, dass er jetzt da oben schwebt.
So. Ey, wenn du jetzt Eis bei ihm machst. Gut so. Oh, scheiße, Mann. Okay, da kam direkt zu mir. Glück gehabt. Okay, ich habe den Kampf schon gewonnen, wenn man das so sieht. Und so. Und ich kriege was von ihm? Weiß ich nicht. Mega-Ether. Dankeschön. Wunderbar, wie erwartet, stirbst du nicht so einfach. Als ob ich jemals dir geschlagen geben würde. Dazu sollst du noch Gelegenheit bekommen. Als wir gekämpft haben, bin ich tief in deine Erinnerung vorgedrungen. Und schau mal, was ich gefunden habe. Das hier ist eine Karte aus deiner Erinnerung auf der Kehrseite deines Herzens. Wenn du mich ernsthaft bekämpfen willst, dann tritt ein in die Welt dieser Karte. Komm zurück. Kehrseite? Was redet er denn da? Weltenkarte erhalten. Ich habe ein ungutes Gefühl, sollten vorsichtig sein. Die Kehrseite deines Herzens, liegen dort alle verschütteten Erinnerungen? Noch das hier und dann mache ich einen Cut. Bilde ich mir das ein oder ist Wechseln total übergeschnappt? Das war sehr voreilig. Und nun Axel, das Spiel ist aus, wenn Zora was über die Kehrseite erfährt. Wenn er einfach weitermacht, ohne was zu merken, können wir die Sache später noch retten. Wenn nicht, soll sich Namini drum kümmern. Inzwischen weißt du ja, was du zu tun hast, Axel. Nein, weiß ich nicht. Vielleicht könntest du es nochmal verraten. Befreie uns von unseren Verräter. Wird erledigt, aber später kannst du diesen Befehl nicht mehr zurücknehmen. Diesen Verräter, werdet ihr schon sehen, wer das ist. Eine Karte aus Erinnerung von der Kehrseite deines Herzens? Wozu die wohl gut ist? Es gibt nur eine Möglichkeit, es herauszufinden. Außerdem haben wir nur diese eine Karte übrig. Okay. Glaubst du, auch ich habe Erinnerung auf der Kehrseite? Meines Herzens? Schaurig. Wenn du mich fragst, wartet Wechseln nur darauf, uns in die Falle zu locken. So, Leute. Wir sehen uns das nächste Mal.